Ist Emily tot? Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Scheiße. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ashley, Washington Lodge, 2.03 Uhr. Ist Emily jetzt tot? Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht. Also ich meine ganz ehrlich, wenn wir schon die Wahl hätten, dass jemand, also dann, es mag gemein sein, aber boah, ja, nee. Aber hätten wir ihr jetzt den Arm, hätten wir jetzt den Arm gereicht, dann wären wir doch beide tot, oder nicht? Wie hätten wir aus der Situation rauskommen sollen? Hätten wir gar nicht zum Turm gehen sollen? Was natürlich mies ist, weil wir haben da die Leuchtrakete gefunden, wir haben die Leuchtrakete abgefeuert, wir haben, na gut, im Drucker, das war fast egal, aber wir haben trotzdem das andere Vermisstenplakat gefunden. Wir haben Hilfe angefordert für den nächsten Morgen zwar erst, aber immerhin, hätten wir nicht zum Turm gehen dürfen, das wäre eigentlich ganz schön mies. Oh! Hä? Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Wie geht das? Okay, das Foto kennen wir ja schon. Aber wie können sie denn Kerzen selbst entzünden? Ich geh mal, bevor wir da lang gehen. Halt, da war doch, war da nicht gerade noch was? Hier? Nee, das war die Taschenlampe, okay. Bevor wir da lang gehen, schaue ich mal hier trotzdem so ein bisschen rum nochmal. Immer in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas übersehen haben. Den Fernseher können wir wieder anmachen. Da hatten wir bis jetzt eine ganz tolle Live-Übertragung. Nichts. Na gut. Und auch jetzt kommt nichts. Okay. Ah, ist der Tisch. Ich dachte gerade, das sind zwei Beine rechts im Raum. Ansonsten, wir haben aber, glaube ich, eh schon alles abgesucht hier. Ich hoffe nur immer, dass wir irgendwas Neues finden vielleicht. Dass wieder der Anrufbeantworter mit den üblichen Sprücheleien. Zack. Keine neuen Nachrichten. Ich hoffe immer, dass wir irgendwas Neues finden oder irgendwas übersehen haben. Die Kerze geht nicht automatisch an. Okay. Auch die anderen nicht. Nur die eine. Warum nur die eine? Und vor allem wie? Schön, dass sie noch die ganze blutige Kleidung anhat. Ich hätte mal versucht, die rauszuwaschen. Guck mal hier vorne das Bild. Kennst du vielleicht? Chris. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste... Die erste von zwei Entscheidungen, wo ich nicht weiß, ob die richtig war. Die zweite Entscheidung haben wir ja gerade eben erlebt. Mann. Ich hab trotzdem im Stillen gehofft, wir werden alle durchbringen, aber naja. Der Josh ist ja schon weg. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie hätten retten können. Und die Emily ist weg. Und da weiß ich halt nicht, ob es was gebracht hätte, wenn wir uns entschieden hätten, nicht zum Wachturm zu gehen. Okay, hier ist sonst nichts. Ich glaube, wir haben hier schon alles abgesucht. Ich glaube, dann gehe ich jetzt wirklich mal nach unten. Ich werde trotzdem vermehrt nach Hinweisen natürlich Ausschau halten, denn ich will möglichst alles mitnehmen. A, vom Spiel und B, natürlich von der Background-Story. Ich halte das auch nicht für unwichtig, ehrlich gesagt. Das Durchlaufen einfach nur, finde ich hier... Es gibt noch diese Geschichte mit den Bergarbeitern. Ich weiß noch nicht genau, wie die ins Bild passt, aber ich glaube, die spielt hier noch eine zentrale Rolle. Sonst hätten sie nicht so mit dem Mang eingebaut überall. So, das kennen wir alle schon. Haben alles schon aufgehoben. Doof ist nur, wenn man dann zum 10. Mal die gleichen Gegenden abläuft, in der Hoffnung, noch irgendwas zu finden, was man übersehen hat. Aber das bleibt manchmal nicht aus. Huch, wollte ich nicht. So. Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen schneller gehen. Hier haben wir nichts. Okay. Wir gehen gleich rein. Wir gehen gleich rein. Hier nochmal ganz kurz eine Ehrenrunde drehen. Hier ist auch nichts. Da ist noch was. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris!
Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott. Ashley, jetzt. Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris. Wir suchen Sam. Was ist das? Geh mal hier. Chris, was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Das war die Vase, die wir hier im Kinoraum geworfen haben. Auf den Clown. The Devil. Natürlich alles nur Horrorfilme. Wegen dem Vorbesitzer der Villa. Bitterfeast. Hypothermia. Liegt da hinten noch was? Nein. Okay, nichts weiter. Da ist die Tür. Was soll das? Nicht schon wieder der Clown. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, hier auch lang zu gehen. Wir werden hier gerade lang gelotst. Kennst du Ritter rangelotst? Nee, langgelotst. Ist auch egal. Rangelotst, ja. Wir werden hier gerade auf jeden Fall durch diese Flure gelotst. Alle anderen Türen sind abgeschlossen. Wir müssen hier quasi lang gehen. Es ist eine Falle. Das ist so abartig. Das ist wirklich gruselig. Scheiße. Die andere Tür ist zu und die hier wird doch wahrscheinlich auch gleich zu sein. Hallo? Wir sind zwei kleine Mäuse in einem großen Labyrinth. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris! Das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Beharren, nachgeben. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht, wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Was heißt denn hier, los geht's? Überall gehen die Türen automatisch auf und zu. Ich bin jetzt absichtlich nochmal ganz kurz hier lang gegangen. Aber hier ist nichts. Okay. Durch die Tür können wir auch nicht, ne? Da ist eine... Ah, okay, aber da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Das wäre auch zu schön gewesen. Naja, gut, gehen wir mal hier lang. Und dann schlägt die Tür gleich wieder zu. Tut sie nicht. Chris nicht. Und die anderen Geräusche. Das beunruhigt Chris nicht. Wow! Das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Ist denn hier los? Oh. Wow! Oh Gott!
angestoßen, oder? Bist du angestoßen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich habe Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Der Chris klingt ehrlich gesagt nicht sonderlich überzeugend in seiner Rolle. Entweder hat er keine Angst, entweder ist er schlecht synchronisiert. Es tut mir leid, lieber Synchronisator. Oder er wirkt nicht wirklich so, als ob er Angst hätte. Das macht mich auch sehr besorgt. Wenn dein bester Freund vor deinen Augen zerfetzt und zerfleischt wird und du in der Rolle bist, das entscheiden zu müssen, dann gehst du da nicht raus und sagst, oh, das macht mir Sorgen. Da, Chris! Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich weiß, welche Szene das ist. Das ist die Szene von vor einem Jahr. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Das ist die Szene von vor einem Jahr. Kriegen wir den Schlüssel hier irgendwo her? Hier ist nichts. Eieiei. Wir wissen genau, welcher Gang das gerade war. Ich habe das nicht vergessen. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder mehr wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Wir brauchen den Schlüssel. Ich weiß nicht, wo wir den kriegen, aber wir brauchen den Schlüssel für diese Szene. Kriegen wir den hier irgendwo? Kriegen wir den überhaupt irgendwo? Ich würde gerne da runter schon mal durch die Fenster gucken. Das ist 100 pro die Szene von vor einem Jahr. Da war die Cam, da waren zwei Mädels. Mit ausgeschwärzten Augen übrigens. Wir werden dem Geist natürlich gleich folgen, aber noch können wir auch hier lang. Ich will den Schlüssel haben. Ich weiß nicht, wie ich das Haus öffnen kann und ich habe Angst, wenn wir weitergehen, dass wir diese Gelegenheit verpassen werden. Oder wir hätten den Schlüssel schon längst finden müssen. Das kann natürlich auch sein. Das war das X von der Tür, ne? Scheiße. Ich will diesen Schlüssel. Hier kommen wir ansonsten gar nicht mehr zurück. Wenn ich der Clown wäre oder wer auch immer uns hier gerade langlotsen will, dann wäre ich jetzt mächtig angepisst, dass sie hier erstmal die ganze Zeit extra Runden dreht. Da kam man nicht weiter, okay. Da geht's auch nicht mehr raus, ne? Nein. Scheiße.
Scheiße, okay. Ich glaube, den Schlüssel kriegen wir nicht so einfach. Vielleicht kriegen wir den später mal irgendwann, aber momentan wahrscheinlich nicht. Oder ich habe den gerade... Vielleicht habe ich den schon irgendwo übersehen. Das würde mich echt ärgern. Na. Ich will mal kurz was gucken. Entschuldigung. Status und gesammeltes. Wieso gehe ich eigentlich mit umständlich übers Menü rein jetzt? Schmetterlingseffekt. Fliehen oder verstecken? Notwehrwehr bekommt die Waffe. Rette dich selbst. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Wir erfahren aber noch nichts über Emily. Okay, das wollte ich nochmal gerade gucken, ob wir da vielleicht jetzt erfahren, dass sie wirklich... Weil wir haben ja nicht gesehen, was passiert ist. So, der Geist war da hinten. Ich vermute mal, wenn wir jetzt hier in die Kammer gehen, da kommen wir nicht weiter durch. Weil da wahrscheinlich auch abgeschlossen ist. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Ach ja. Auf der Flucht sieht die Tür wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber jetzt, die haben wir ja auch abgeschlossen. Da kommt ja keiner durch. Ja, ist gar nichts. Wir kriegen den Schlüssel nicht. Scheiße, vielleicht später. Tut mir leid für die kleine Verzögerung, aber wie gesagt, das Rumsuchen hat auch Priorität. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel ja hier irgendwo. Wohin? Wenn das wirklich Beth oder Hannah war, wohin soll die hier denn gegangen sein? Hier ist eine Wand. Toll, da ist der Schlüssel. Okay. Wir wissen Bescheid. Umdrehen können wir nicht. Ha, na bitte. Oh mein Gott. Da, da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du. Ich weiß nicht. Ich. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Sie ist wieder weg. Entweder gibt es hier Geheimtüren oder das ist wirklich, wirklich ein Geist? Wäre das nicht ein bisschen zu abstrus? Das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Was ist denn hier los? Oh Gott! Sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr! Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Was? Das Tagebuch? Das ist Hannahs Tagebuch. Okay. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt, aber noch nichts von Mike. OMG, OMG, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Und da waren auch wieder die Schmetterlinge übrigens. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken, aber ich kann nicht. Was war das? Das kam von da hinten. Okay. Ich glaube trotzdem noch, dass es eine Falle ist.
mich wieder beruhigen, aber gleich passiert was Furchtbares. Aber wo ist es hin? Und was war das? Und was ist das? Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Gleam Professional. Was ist das alles? Okay. Projektoren. Also kein 3D-Projektor. Kann man mitnehmen. Schadet nichts. Und wir haben eine neue Entscheidung getroffen. Ich schau mal ganz kurz. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ashley hat die Schere genommen. War hier nicht noch irgendwas? Hat hier nicht. Da hat noch was geleuchtet, ne? Oder war das die. Da? Nee, da hat was geleuchtet. Ich weiß mal nicht genau, ob das die Taschenlampe ist oder nicht. Muss ich mal erstmal nachschauen. Da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Shit! So, hier ist nichts. Das war bestimmt der Turm, oder? Also der Geist wurde mit dem Projektor wahrscheinlich projiziert, wenn überhaupt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wie? Mitten in die Luft? Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Nichts leuchtet. Oh, hier sind wir jetzt. Aber dann gehen wir doch eigentlich... In aller Welt sind wir hier. Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir gehen quasi Sam entgegen, die hier damals durchgeschlichen ist, wenn wir uns erinnern. Ganz leise ein Mädchen, wie man gehört. Jetzt ein albernes Clownlachen. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Abschätzig, Hannah hat überreagiert. Nein, hat sie nicht. Hat sie wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass man in so einem Moment besonnen reagieren kann oder so sagt, so, ach naja, ist mir auch egal. Naja, weiß ich nicht. Nein. Wer von uns würde in dem Moment die Hand ins Feuer dafür legen, dass er ganz besonnen und objektiv reagiert und sagt, ach naja, ich glaube niemand. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht, vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Chris scheint nicht unbedingt der empathischste Mensch auf der Welt zu sein. Schon wieder.
hinten ist eine Truhe oder irgendwas. Hier kommen wir nicht weiter. Da. Na. Hey. Die hier. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Quality Copy. Die Zeitung, die wir gefunden haben mit dem Ex-Hausmeister, ist offenbar eine Fälschung. Aber warum? Es gibt nur einen Grund. Huch, schon wieder falsch. Um uns auf eine falsche Fährte zu führen. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Der Unbekannte, das müsste hier sein. Gefälschte Zeitung. Hier haben wir die Zeitung. Die Meldung handelt von einem Gerichtsfall im Zusammenhang mit Blackwood Pines. Ein alter Hausmeister wollte alles niederbrennen. Auf der Anklagebank schwor er der Washington-Familie Rache. Das heißt, die ganze Hausmeistergeschichte ist erstunken und erlogen von jemandem, der hier offenbar im Haus ist oder war. Der Poststempel deutet darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden, 2014. Ich sag ja, die Hinweise absuchen offenbart uns nochmal eine ganz andere Story. Und wir wollen natürlich wissen, was hier los ist. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Zögerlich oder mutig? Ich hab wirklich Angst. Ist wahrscheinlich ehrlich, aber mutig, geht wahrscheinlich von der Ehrlichkeit runter, bringt aber wahrscheinlich vielleicht freundschaftlich mehr. Boah, ich weiß es nicht. Ja, es ist immer diese Waagschale. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Trotzdem glaube ich, jemand will uns hier unten lang lotsen. Aber ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht mehr. Wie bei allem in diesem Spiel, ich weiß es einfach nicht mehr. Nein, nicht hochgehen. Nicht hochgehen. Ich wollte hier nach vorne zur Kamera gehen. Immer gucken, ob man da was findet. Ah, wir können wieder reden. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Vor allen Dingen, wer sollte denn einfach so gefälschte Zeitungen drucken? Warum sollte man das wohl tun? Es ist doch wichtig, dass man das hinterfragt, dass man da vielleicht überlegt, wieso jemand so ein... ja, letzten Endes so ein Szenario aufbauen will. Ein Szenario, was gar nicht existiert. Wir haben das Bergarbeiterunglück. Moment, Entschuldigung, wir gehen gleich weiter. Wir haben das Bergarbeiterunglück. Da haben wir tatsächlich, hoffentlich, also in der Anstalt haben wir da hoffentlich echte Sachen gefunden. Darüber, dass offenbar 12 oder 18, ich weiß gar nicht mehr, Bergarbeiter überlebt haben. Und zwar, indem sie die anderen gegessen haben. Dann haben wir hier noch, das ist nicht nur ein Handlungsstrang. Es sind mehrere Geschichten, die sich aber überschneiden müssen. Wir haben die Bergarbeiter und wir haben hier offenbar jemanden, einen Killer, der versucht, sie mit gefälschten Berichten über diesen Ex-Hausmeister irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken. Ich kann da nicht hingehen. Ich würde gerne gucken, was das ist, aber ich kann nicht... Jetzt kann ich... Hä? Autobatterien, TV und Lights. Fernsteuerung für den Fernseher, was wir gesehen haben. Und Fernsteuerung für die Lichter, die immer mal an und aber ausgehen.
Jemand hat hier eine Schmierenkomödie aufgesetzt. Aber warum? Batterien, Schalter und Timer, die alle miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Und die Kerze und der angebliche Geist? Look at your eyes, they're exactly the same as last time. Your arms, they're wrapped around me so tight. Are you listening? Are you listening? Look at the light, how it's dropping off the moon tonight. You always had a way to throw the light. And you gonna stay. Are you listening? Are you listening?